Oh, jetzt verkacke ich es aber sowas von total. Ah. Unfassbar dumm. Wo ist denn hier so ein Flugpad? Hier drüben. So, es gibt jetzt erst wieder ein Gummibärchen, wenn ich es geschafft habe. Ganz einfach. So als Belohnung dann. Wie so ein Hündchen. Gibt man ja auch zur Belohnung, was, wenn es was geschafft hat. Jetzt hat er das nicht gemacht. Ich mag das nicht, wenn was eine Regel hat, was aber dann nicht funktioniert. Ich mag das nicht. Was hat der überhaupt für einen Traktor? Wenn da so voll die Sprungschanzen sind. Ist mir jetzt erstmal aufgefallen. Oh, warum hast du denn jetzt aufgehört in der Luft? Ich drück die Quadrat-Taste schon voll feste. Ich hab's doch eben fast geschafft, nur am Ende halt verkackt. Weil ich wieder so aufgeregt war. Jetzt fliegt er wieder so hoch. Ich raff das nicht. Treetops 2.0. Bin ich nicht mehr so aufgeregt wie eben. Aber es war ja klar, dass ich es verkacke. Hundesohn von Missgeburt. Oh. Spyro hat's einfach nicht drauf. Wenn ich nichts bekomme, dann kann ich wenigstens sagen, yay! Ich bin dreimal auf der Robotika-Farm im Kreis gelaufen. Woo! Oh Mann, das ist so eine behinderte Scheiße hier. Ja, genau. Schon 34 Minuten hänge ich hier ab. Auf der Kack-Robotika-Farm. Ich habe eigentlich gedacht, ich würde als nächstes Metro irgendwas. Metro? Machen. Aber da habe ich jetzt doch keinen Bock drauf, weil das auch leicht in Richtung Robotika-Farm geht. Das Level, weil es halt sehr robotisch, futuristisch angehaucht ist.
Sumpf, den möchte ich eigentlich gerne als letztes machen, weil das mit eins meiner Lieblingslevel ist. Gibt's jetzt doch nichts? Ich hab das umsonst gemacht! Oh nee, ey. Ich meine, hier gäb's aber einen Punkt. Gehe ich halt wieder. Puh, ich bin sogar viermal im Kreis gelaufen. Weh, das waren jetzt fünfmal. So. Was ist denn hier drüben? Ja. Oh, ich sehe, du weißt, was Kugeln wert sind, Spyro. Dieses eigenwillige Tor sollte mit deiner beeindruckenden Kugelsammlung perfekt funktionieren. Metropolis. Nein, da möchten wir nicht hin. Aber mit dem Metro war ich ja immer gar nicht mal so schlecht dran. So. Das ist das Level, was ich gerne... Zaubersumpf, genau. Gibt es hier nur so wenige Level? Ist das hier hinten? Das muss man auch freischalten. Eis. Das war auch scheiße. Es ist ein großer Trost, dass du so viele Kugeln gesammelt hast. Mein Hightech-Tor bringt dich zum Wolkentempel. Boah, nee. Ich hasse den Wolkentempel. Das ist eigentlich noch schlimmer als die Robotika-Farm. Mit Agent 0. Ich hasse ihn. Ich mag das Level überhaupt nicht. Hier gibt es so ein Teil, so eine Aufgabe, da muss man jemanden hinterher schleichen, da dreht sich halt zwischendurch. Jo, ist ja gut, was geht mit dir, ey? Hallo! Gastfreundschaft! Jetzt haben wir dem gar nicht zugehört. Genau, müssen wir jemanden hinterherlaufen und er dreht sich halt immer um, dann müssen wir uns hinter Bäumen verstecken. Und wenn er einen sieht, das hört sich so an, als ob ein Auto bremsen würde. So. Ich hasse das so fest. Das hat mich früher so... Boah. Wäre ich fast runtergefallen. Das Level ist zur Hölle. Piss dich, piss dich. Oh, 2 Zehner. Nehmen wir hier so eins mit. Schon. Ping-pong. Ja.
kriegt er die her? Ich dachte, er wird sich die holen. Nee, Junge, so haben wir nicht gewettet. Hallo? So, ich hätte gerne mal wieder Sparks. Das wäre ganz angenehm. Aber anscheinend ist uns das nicht gegönnt. Es ist nämlich sehr assi, hier am Abgrund mit Spyro diese scheiß Edelsteine einzusammeln. Bäh. Double KO, würde ich mal sagen. Boah, 30 Leben. Hm. So, dann erzähl mal. Ich war Avalas mächtigster Zauberer, bis dieser große Hexer da drüben meinen Zauberstab gestohlen hat. Seine Freunde und er haben mit der Magie die Stadt übernommen. Hat es gerade gesprungen ein bisschen? Ich war mit Gummibärchen beschäftigt. Mhm. Alles drüber walzen. So, jetzt möchte ich aber auch mal auf dich schießen. Was ist eigentlich, wenn wir von einer gewissen... von einem gewissen Abstand... gehen die dann kaputt? Jo, Tatsache. Ja. War klar, dass ich da eine gezwiebelt bekomme. So, jetzt aber. Warum ich da eben getroffen wurde? Ich weiß nicht. Ich habe das Ding eindeutig getötet. Den hätte ich gerne eben gehabt. Dieses Gesicht, ne? Wir wieder unser Leben wieder. Wieder unser Leben wieder. Mhm. Musik zu erzählen. So. Und da vorne steht schon Agent 0, der Spacko hoch 10. Spacko hoch 1000. Ich glaube, jeder hasst den. Ich hasse den sogar noch mehr als Jäger. Obwohl ich nicht so sehr Jäger hasse. Hm. Aber ich denke mal, ich hasse Agent 9 noch mehr als Dennis Jäger hasst. Das war, glaube ich, ganz gut. Machen wir hier aber erstmal den Kacktempel fertig. Dann den Rest unten. Dann haben wir den Agent 9 mit zuletzt. Fixer.